Hallo zusammen, wir sind Meli und Flo von Storyflow. Falls noch nie von uns gehört haben, wir sind jetzt seit einem guten Jahr auf Reisen und machen regelmässig Videos und Vlogs von unseren Abenteuern und von unseren Storys. Im heutigen Video geben wir euch ein kurzes Update über die letzten Monate plus einen kleinen Ausblick über die nächste Zeit. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann bleibt dran. Bevor wir aber damit anfangen, gehen wir das erste Mal in die Stadt. About to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Wie man unfair erkennen kann, sind wir nicht mehr in Asien. Wir sind seit gut einem Monat in Australien. Das heisst, wir haben jetzt die ganze 11 Monate in Asien verbracht. Ja, wer uns verfolgt hat auf Instagram, hat vielleicht auch ein paar Posts gesehen, wo wir gesagt haben, ja, dass wir extrem froh sind über den Kulturwechsel. Das ist aber sicher nicht, weil wir irgendwie keine gute Zeit hatten in Asien. Wir haben wirklich eine super Zeit und haben mega viel erlebt. Ich würde es wirklich jedem weiterempfehlen, selber auf Asien zu gehen und es selber mal anzuschauen. Uns hat es mega gefallen, wir werden sicher wieder gehen. Aber was wir auch wissen, ist, dass wir nicht mehr so lange am Stück gehen. Weil 11 Monate Asien ohne Unterbruch ist schon... sehr lang. Ja. Das als kurzes Fazit zu Asien. Jetzt nimmt es euch aber sicher Wunder, was wir dann, seit wir in Australien sind, alles so gemacht haben. Unsere Zeit in Australien konnte eigentlich nicht besser starten. Wir sind zuerst auf Melbourne geflogen und haben dort den Pam und Angie getroffen. Wir haben dann auch noch den Angie ihren Geburtstag gefeiert. Und dann haben wir uns einen Camper geschnappt und sind Great Ocean Road durch. Great Ocean Road durch und haben dann dort wieder ein Video gemacht für Travelers Autobahn. Wer das Video noch nicht gesehen hat, wir verlinken das gerade hier. Das ist also meiner Meinung nach eines unserer besten Videos bis jetzt. Darum unbedingt anschauen. Nachher sind wir hier auf Sydney geflogen und haben die letzten drei Wochen House-Sitting gemacht. Unter anderem auch auf den Hund geschaut. Das heisst, wir sind mit ihm mindestens zweimal am Tag raus. Durch das waren wir auch recht viel zu Hause, aber das war gerade eine gute Möglichkeit, um mal ein bisschen zu arbeiten und auch Geld zu verdienen. Ja, und es sind sich sicher Wunder, wie das nicht vieles erlebt, um Geld zu verdienen. Unterwegs arbeiten und dabei Geld verdienen. Ja, das war da, was wir eigentlich vorgegeben haben dieses Jahr. Wir müssen zugeben, wir hatten einen schwierigen Start bei dem Ganzen. Es ist gar nicht gelaufen. Wir haben irgendwie gemerkt, es ist mega schwierig, von unterwegs her Kunden aufzutreiben. Wir haben darum auch die ersten Monate eigentlich nur von unserem Ersparten gelebt. Vor allem gegen Ende Jahr hat sich das aber ziemlich gewendet. Und ich habe mittlerweile so viele Freelance-Aufträge, dass ich sogar den einen oder anderen absagen muss, weil ich einfach nicht alle annehmen kann und für alle da sein. Ich habe in dieser Zeit als virtuelle Assistentin probiert. Ich habe aber herausgefunden, dass es für mich längerfristig vielleicht schon rendieren würde, aber jetzt sicher kurzfristig nicht. Und darum habe ich mehr Zeit in Storyflow investiert und dort viel am Handwerk vom Flow gelernt. Ja voll, also mittlerweile ist es wirklich so, dass Meli ganze Vlogs alleine schneiden kann und das nimmt natürlich mir auch mega viel Arbeit ab. Und ich habe in dieser Zeit dafür wieder irgendwie Zeit in Freelance-Aufträge stecken und das hilft dann natürlich uns beiden. Genau, wir sind wirklich ein gutes Team und ergänzen uns hier recht gut. Alles in allem können wir also sagen, dass sich eigentlich mit dem Geld verdienen und dem digitalen Nomadensein schlussendlich mehr oder weniger alles so entwickelt hat, wie wir das erwartet haben. Vielleicht einfach mit ein paar Startschwierigkeiten. Mhm. Aber wir mussten auch merken, dass wir eigentlich gar nicht so klassische digitale Nomaden sind. Das heisst, wo jetzt irgendwie auch in Zukunft noch einfach ununterbrochen unterwegs sein. Für das
vermissen wir unsere Freunde und Familie viel zu fest und freuen uns auch, dann irgendwann wieder heim zu gehen. Also kurz gefasst, wir wollen keine digitale Nomaden mehr sein. Wir wollen aber trotzdem ortsunabhängig arbeiten. Aber zuerst geht es, glaube ich, einfach auch für uns nach dieser Reise mal heim. Und ihr habt vielleicht gemerkt, wir haben jetzt in diesem Video schon ein paar Mal von zu Hause geredet. Es geht auch langsam ans Heim gehen. dazu aber jetzt sind gerade noch mehr. Jetzt schauen wir aber nicht mit der Vergangenheit, sondern schauen wir mal auf die nächsten Wochen, was noch bei uns zukommt. Wir kommen noch mal Besuch über von meinem Bruder. Und mit ihm zusammen gehen wir dann meine Verwandten hier besuchen in Australien. Sie wohnen hier auf einer Farm. Da freuen wir uns schon mega drauf. Im Anschluss machen wir dann noch einen zweiwöchigen Roadtrip durch Australien. Und dann kommt unser letztes Land dran. Ja, darf vermute, gerne mitraten, was das für ein Land ist, und in die Kommentare schreiben. Und dann geht's heim. Unsere Reise hat bald ein Ende. Jetzt denkt ihr sicher, was jetzt, wo sie endlich Geld verdienen können, gehen sie heim. Jetzt müsste es doch eigentlich erst so richtig los. Aber wir haben mega viel vor, sobald wir in der Schweiz zurück sind. Und wir müssen sagen, wir sind so lange unterwegs, wir freuen uns wirklich auf die Schweiz, auf die Familie, auf alle Freunde und so, dass wir die endlich wieder mal sehen können. Mhm. Man kann glaub, wirklich sagen, wir haben langsam ein bisschen Heimweh. Müssen wir glaub, nicht verstecken. Es ist einfach so, wenn man so lange nicht zu Hause war. Und ja, aber eben, wir müssen auch nicht denken, dass es jetzt nur, wenn wir die letzten paar Wochen so, ja, nicht mehr so aktiv gewesen sind, auch hier auf YouTube, dass wir jetzt da irgendwie, sobald wir zurück sind, mit dem Ganzen aufhören mit Storyflows. Mhm. Und dann, im Gegenteil, wir haben ein paar mega coole, spannende Projekte in der Schweiz. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum wir zurückgehen. Es geht also weiter mit Storyflow. Mhm. Und wenn ihr das nicht verpasst, also wenn ihr dabei sein wollt, dann abonniert doch unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Genau, weil da kann man vielleicht noch dazu sagen, wir haben eigentlich ursprünglich mal gesagt, wir kommen nicht heim, bevor wir nicht 1000 Abonnenten auf YouTube erreicht haben. Jetzt sind wir bei knapp 500, also wenn es nach dem geht, dürfen wir eigentlich noch heim gehen. Nicht knapp. Aber wir können uns ja noch helfen, wir haben jetzt noch ein bisschen Frühling Zeit, darum fleissig abonnieren und wer weiss, vielleicht kommen wir dann dieser Zahl schon ein bisschen näher. Damit wären wir am Ende angekommen vom heutigen Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mit uns unterwegs hier in Sydney. Und ihr wisst jetzt, wie es mit uns weitergeht. Wir wollen uns an dieser Stelle nochmal ganz herzlich allen bedanken, die uns dieses Jahr ein bisschen mitverfolgt haben, die uns auch ganz viele private Nachrichten geschrieben haben, neben den ganzen vielen Kommentaren, die wir natürlich auch zu den Videos bekommen haben. Jeder einzelne von denen hat uns wirklich mega motiviert und gefreut. Und wir freuen uns schon auf alle Videos, die noch kommen und hoffen, dass ihr alle weiterhin auch einschaltet und ein bisschen mit uns dabei seid. Dann bleibt uns jetzt nur noch eins. Wir wünschen euch ganz schöne Weihnachten, schöne Festtage, einen guten Rutsch und dann sehen wir uns im 2018 wieder. Bis dann, habt euch Sorge. Und bis bald. Tschüss zusammen. Tschüss.